Die Herausforderung in der heutigen Zeit ist der Arbeitskräftemangel. Und damit werden wir natürlich auch ganz konkret als Hersteller konfrontiert. Dass irgendwann Maiko auf uns zukam im Laufe des Projektes, im Grunde stand die Planung schon, dass man noch was Neues hätte für uns. Und haben letztendlich dann einen Automationsbaustein entwickelt, der es ermöglicht, 50-70% der Arbeitskraft zu reduzieren. Wir waren wirklich begeistert von dieser Einfachheit, von dieser tollen Idee, wie schnell man sowas umsetzen kann und die Möglichkeit haben kann, eben Automatisierung an einer Spülmaschine vorzunehmen. In der Hochschulgastronomie hat sich doch wirklich einiges getan, was die Erwartungshaltung der Studierenden sind. Und wir haben hier Innovationen geschaffen in Form von modularen Countern, die sich beliebig schließen oder öffnen lassen, von einer Kombination aus Ausgabe und Aktion. Wir arbeiten mit einem Live-Cooking-System, wo wir individuell Pizza, Pasta und Steaks anrichten können. Wir haben ein Bowl-Center, wo wir frische Bowls herstellen, die vom Studierenden mit dem eigenen Topping selbst zusammengestellt werden können. Wir haben natürlich noch die klassischen Ausgaben. Der Fokus in unserem Konzept ist natürlich die gesunde und nachhaltige Ernährung, was auch im Fokus in der heutigen Zeit bei den Studierenden liegt. Die Hochschulgastronomie ist damit konfrontiert, jeden Tag sich an Trends anpassen zu müssen und das immer unter Kosten- und Leistungsdruck. Wo können wir wirklich ansetzen? Wo macht auch entsprechend Automation zum Beispiel Sinn? Am Anfang steht natürlich immer erstmal eine Idee. Aus diesen Ideen entstehen natürlich dann auch die ersten Lösungen, die ersten Ansätze. Das heißt, so wie wir hier die Anlage sehen, war sie am Anfang auch noch nicht wirklich auf dem Papier. Wir arbeiten mit einer modularen Lösung mit unterschiedlichen Maschinengrößen und Typen und haben ein Automatisierungsmodul entwickelt, das die Arbeit erleichtert und auch den Personalbedarf senkt. Ja, wir freuen uns natürlich sehr, dass wir dieses damals vorgestellte Modul heute hier bei uns in Hildesheim im Betrieb haben. Wir haben mit der Zuverlässigkeit keine Schwierigkeiten. Die Maschine hat von Anfang an sehr gut gearbeitet. Wenn irgendwelche Schwierigkeiten aufgetreten sind, haben wir einen Servicetechniker, der uns jederzeit zur Verfügung steht. Dadurch gab es nie größere Ausfälle. Das Reinigungsergebnis von der Maiko-Maschine ist immer sauber. Es funktioniert alles sehr gut und hygienisch einwandfrei. Zurzeit sind wir mit dieser Lösung sehr gut aufgestellt. Wir haben sehr attraktive Investitionskosten, aber auch sehr attraktive Betriebskosten, sodass sich dieses System auch innerhalb weniger Jahre amortisiert. Weil das uns ja sehr viele Möglichkeiten jetzt gibt, auch in Stoßzeiten gut zu reagieren, ohne mehr Personal einzusetzen. Für mich schon so das Besondere überhaupt an dieser Spültechnik, dass wir solche Möglichkeiten da jetzt haben. Maiko, the clean solution.